Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und relativ spontanen Video. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, schon so früh nach den letzten Videos wieder darüber zu sprechen, aber es gab mal wieder eine Nachricht zu Bethesda und dem Aufkauf durch Microsoft. Und die könnte es durchaus in sich haben, wie ihr wahrscheinlich an der Überschrift auch schon gelesen habt. Zunächst, im September, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ist Microsoft hingegangen und hat Bethesda bzw. den Mutterkonzern ZeniMax Media gekauft, inklusive aller Studios, die da drunter waren, und dem Publisher. Und dazu zählten eben auch Bethesda und die Franchises Fallout und Elder Scrolls natürlich. Es war eine der größten Übernahmen in der Geschichte der Spieleindustrie. Ganze 7,5 Milliarden Dollar hat Microsoft sich das Ganze kosten lassen. Das ist das Dreifache von dem, was Microsoft einige Jahre zuvor für Minecraft bezahlt hat. Und es ist, ja, etwa das Doppelte, sogar ein bisschen mehr als das Doppelte, vom Gesamtumsatz, den Nintendo im letzten Jahr gemacht hat. Es ist also keine kleine Summe gewesen. Und da hat sich bei vielen eben die Frage gestellt, was passiert mit den Spielen? Denn wenn eine Firma wie Microsoft hingeht, die ja unter anderem auch eine Plattform bzw. eine eigene Spielekonsole haben mit der Xbox, die wollen ja bestimmt auch wieder das Geld wieder reinkriegen. Sonst gibt man nicht 7,5 Milliarden aus. Da muss irgendein Plan hinterstehen. Und lange Zeit konnte man sich bisher nur darüber Gedanken machen und rätseln, was das Ganze wohl werden könnte. Und die Aussagen waren nie hundertprozentig konkret. Aber jetzt haben wir eine weitere. Zunächst steht nämlich bisher noch die Aussage von Phil Spencer, dem Head of Xbox, im Raum, der sagte, dass alle Spiele auf jeden Fall in den Game Pass übergehen werden. Zudem wissen wir, dass Bethesda zuvor schon einen Deal mit Sony geschlossen hat. Zwei ihrer neuen Spiele sollten nämlich als Timed Exclusive, also nur für eine gewisse Zeit, auf der PlayStation erscheinen, nämlich Deathloop und Ghostwire Tokyo. Bestehende Verträge sollen nicht gebrochen werden. Das hat Phil Spencer ganz klar bestätigt. Und daran werden sie sich wahrscheinlich auch halten. Schließlich gibt es Verträge. Bestätigt ist zudem, dass zukünftige Bethesda-Spiele wie Starfield, Test 6 für die Xbox, den PC und auch den Game Pass erscheinen werden. Was andere Konsolen angeht, so soll es von Fall zu Fall entschieden werden. Das war die bisherige Aussage. Und das war auch das Letzte, was wir dazu gehört hatten. Bis jetzt. Denn in einem Interview im Rahmen der Jefferies Interactive Entertainment Conference, von der ich ehrlich gesagt bisher auch noch nichts gehört hatte, hat Tim Stewart etwas gesagt. Er ist der Chief Financial Officer von Xbox. Er sagt dazu Folgendes. Microsoft ist eine Plattform. Wir gehören zu den Ersten, die Minecraft, Roblox, Fortnite plattformübergreifend wirklich unterstützen. Deshalb fördern wir das plattformübergreifende Spielen einfach aus dieser Einstellung heraus, dass es, wenn es gut für das Spieleökosystem ist, auch gut für uns ist. Wir verfolgen auf lange Sicht nicht die Absicht, sämtliche Inhalte von Bethesda, von Sony, Nintendo oder sonst wem abzuziehen. Wir möchten jedoch, dass diese Spiele bei uns auf lange Sicht entweder die ersten oder besseren oder die besten Versionen erhalten oder eine eigenständige Erfahrung bieten. Wir möchten, dass Bethesda-Inhalte auf unseren Plattformen am besten zur Geltung kommen. Es geht nicht darum, exklusiv zu sein. Das ist kein Punkt, an dem wir arbeiten. Auch nicht daran, das Timing, die Inhalte oder die Roadmap anzupassen. Wenn Sie an etwas wie den Game Pass denken, wenn die beste Version eines Spiels im Game Pass erscheint, dann ist es das, was wir sehen wollen. Und wir wollen unsere Game Pass-Abonnentenbasis durch diese Bethesda-Titel stärken. Also noch einmal. Ich werde nicht ankündigen, dass wir Inhalte von Plattformen auf die ein oder andere Weise abziehen werden. Aber ich vermute, dass Sie weiterhin sehen werden, wie wir uns auf unseren Plattformen auf einen Ansatz verlagern, erste oder bessere oder beste Versionen von Spielen zu bieten. Das war doch mal eine interessante Aussage von dem CFO von Xbox. Zunächst einmal ist ja auf jeden Fall eines klar. Die Spiele von Bethesda werden in Zukunft, zumindest nach Stand jetzt im November 2020, nicht exklusiv für die Xbox oder für den PC sein, sondern können auch weiterhin für andere Konsolen erscheinen. Sei es die PlayStation, sei es Nintendo, sei es Stadia, wenn es das bis dahin noch gibt, oder was auch sonst für immer, Konsolen noch erscheinen werden. Es gibt aber eine andere Aussage in diesem Interview, die mich doch ein bisschen stutzig macht. Die ersten oder besseren oder besten Versionen. Da er es gleich zweimal in dem kurzen Abschnitt und zwar in genau dieser Formulierung aufsagt, war es mit Sicherheit vorher überlegt und von der PR-Abteilung wahrscheinlich sogar so vorgegeben. Aber was soll das heißen? Und ernsthaft, was ist das für eine furchtbare Formulierung? Die ersten oder besseren oder besten Versionen.
Den ersten Teil können wir, glaube ich, relativ einfach abhandeln. Als erstes. Das spricht ganz klar für den Ansatz, Time Exclusives zu haben. So wie es jetzt schon, bei anderen Spielen, bei anderen Plattformen schon länger der Fall ist. Das Spiel erscheint dann erstmal bei Microsoft, sei es eben für die Xbox oder für den PC, und Spiele auf der PS5 und der Switch und weiteren gehen erst einmal leer aus. Nach einiger Zeit, vielleicht eine Woche, vielleicht ein Monat, vielleicht ein Jahr, erscheint es dann eventuell auch auf anderen Plattformen. Das weiß man bis dahin noch nicht. Das Ziel ist klar. Bethesda soll ja als Triebfeder für den Game Pass fungieren. Er soll richtig Aufschwung bringen, neue Leute hinzuziehen, nämlich eben alle, die entweder Elder Scrolls oder zum Beispiel Fallout-Fans sind oder von irgendwelchen weiteren Spielen von Bethesda sind. Sie sollen zum Game Pass kommen und eben mit diesem monatlichen Abo-Service ihre Spiele spielen. Dadurch hat Microsoft eine solide Basis, auf der sie Geld verdienen, und dann kann man immer noch weiterschauen, indem man zum Beispiel nochmal Geld mit den ganzen Spielen verdient, indem man sie zum Beispiel an andere Plattformen ausleiht durch einen Sublizenzierungsvertrag, sie nochmal durch Geld eben dahin gibt, oder dass man zum Beispiel an Verkauf auf anderen Plattformen beteiligt wird. Sicherlich nicht das Allerschlechteste, aber naja, es sind immer noch Exclusives, also nicht optimal. Der zweite Teil von dem Satz macht mich aber erheblich stutziger. Bessere Version oder beste Version? Was soll das heißen? Wollen Sie etwa Features von anderen Plattformen fernhalten? Oder Inhalte? Um diese Fähigkeit einsetzen zu können, musst du auf der Xbox Series X spielen. Oder geht man dann im Spiel zu einem NPC und der kommt dann plötzlich an, diese Quest vertraue ich nur jemandem an, der auf der Xbox spielt. Müssen wir das in Zukunft erleben? Oder was meint er damit? Sollen grafische Features exklusiv für die Xbox und der PC sein? Sowas wie 4K nur bei Microsoft oder Raytracing nur für Microsoft-Plattformen? Oder noch schlimmer, werden gar negative in die anderen Plattformen eingebaut? Itemshop ist dann PlayStation-exklusiv und so ein Unsinn? Diese Formulierung, die bessere oder beste Version des Spiels erscheint bei Microsoft, stößt mir ehrlich gesagt sehr übel auf. Vor allem, weil hier wieder nur irgendwelche Dinge in den Raum gestellt werden, ohne sie wirklich zu erklären. Es geht keiner hin und gibt mal eine vernünftige Aussage. Werden Spiele in Zukunft noch auf anderen Konsolen erscheinen? Ja oder nein? Warum muss man da jetzt schon seit mehreren Monaten immer drum herumschiffen und dann mit so extrem vagen und auch Formulierungen eingreifen, die zum Spekulieren anreizen? Bessere Version, beste Version. Wie gesagt, es wurde zweimal gesagt. Das ist nicht zufällig da gesagt worden. Schon jetzt ist es ja furchtbar mit all diesen exklusiven Inhalten, die herauskommen für Spiele, die es dann für die ein oder andere Plattform gibt. Oder teilweise ja sogar nur, wenn man gerade die passende Kaugummi-Marke kauft. Die mit dem Avengers-Logo nämlich. Es ist einfach ätzend. Und nun macht Bethesda da ganz vorne mit. Ich verstehe diese Firma einfach nicht mehr. Einst standen sie einfach nur für gute Videospiele. Und heute scheint sie nur noch das nächste Monetarisierungsmodell zu interessieren. Klar, wir reden hier von Firmen. Wir reden hier nicht von Einzelpersonen, was immer wieder ganz gern in den Raum gestellt wird. Es sind einfach nur Firmen und sie sind halt an Geld interessiert. Aber muss dabei der Spieler wirklich so auf der Strecke bleiben? Das kann man doch bestimmt auch besser lösen. Andere können es besser lösen und tun es ja auch bereits. Naja, ich will mich jetzt nicht in Rage reden. Das ist ein Thema für ein anderes Mal, wenn wir vielleicht sogar mal richtige Infos haben. Wer weiß, ob das irgendwann mal kommt. Oh, und bevor ich es vergesse, Bethesda Montreal arbeitet an einem weiteren bisher unangekündigten Projekt. Exklusiv für die Xbox. Macht daraus, was ihr wollt. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.